So Leute, weiter geht es mit einer neuen Folge Bloodborne. Und wir sind natürlich immer noch an derselben Stelle. Die Tränke wurden wieder aufgefüllt, die Blutechos wurden ausgegeben und wir schlagen uns hier weiter durch den Wahnsinn. Alles klar, hier waren wir mit diesen Kreaturen. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über die Story und ich finde, das Ganze hier ist ziemlich Lovecraft. Also wirklich, das ist wirklich 1:1 Lovecraft. Verbotenes Wissen, Kosmos, das innere Auge, irgendwelche Blutrituale und so ein Kram. Das ist sowas von Lovecraft. Wer zum Beispiel die Bücher des Cthulhu-Clans gelesen hat, der wird das Ganze hier kennen. Erinnert sehr, sehr stark daran. Was sind das hier für Kreaturen? Sind das Kids oder Teenager? Ich finde, die sind viel zu klein für Erwachsene. Und ich glaube nicht, dass wir besonders groß gebaut sind. Egal, wir hauen sie weg, denn die sind nicht so gefährlich. Also, so wie ich das Ganze hier verstanden habe, ja? Es hat angefangen mit diesen Blutexperimenten, ja? Das Blut ist die Antwort, das Blut ist der Ursprung und so weiter und so fort. Aber dieses Blut, mit dem sie experimentiert haben, hat sie eben zu Bestien verwandelt. Zumindest den gemeinen Pöbel. Und dann kam halt dieses ganze Blutwäsche und Blutreinigung mit ins Spiel. Aber wir wissen ja, dass Evolution die Antwort ist. Und das bedeutet auch, hier wurden noch andere Forschungen betrieben. Und wir haben doch gehört, dass sie irgendwo unter diesem verbotenen Wald ein Medium gefunden haben. Und ich denke mal, dieses Medium hat die ganze Scheiße hier zum Rollen gebracht. Aber es ist auch wirklich alles sehr verwirrend. Ich muss mir irgendwie selber nochmal die ganze Story reinziehen. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich Lovecraft inspiriert. Auch das ganze Design. Ui, was bist denn du? Weiblich? Sind das Bubis? Alter, Giftketten! Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Wow, 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 wow. Oh! Hau sie doch weg, die Alte. Schmutzig. Ja, das bist du. Du bist sehr, sehr schmutzig gewesen. Ja, das ganze Design hier und so und der Storyaufbau. Ja, es ist irgendwo hier eine Story versteckt. Ist halt eben ziemlich von Lovecraft inspiriert. Von dem ich mir diverse Bücher durchgelesen habe und natürlich auch sehr gerne die Hörspiele höre. Immer noch. Die von David Nathan vertont werden, der zum Beispiel Christian Bale oder Johnny Depp seine Stimme leiht. Na, Vorsicht, gefährlich. Abflug. Yo. Auch dieser Hut, den wir da sehen. Alter, was bist denn du, ein Bogenschütze? Unangenehm. Muss sterben. Ja, diesen Trichter hier, der so ein bisschen aussieht wie ein Käfig, das ist auch von Lovecraft. Ich wette, hier ist Gift ein Thema. Yo. Sehr, sehr giftig. Oh, ich bin zu langsam. Shit! Wow! Okay, wir ziehen uns zurück. Da gehen die Tränke wieder flöten. Kaum verdient. Bam, bam! Alter, die ist aber auch schnell. Hier schon wieder. Wahnsinn, Wahnsinn. Tot. Krass. Einfach nur krass. Das Problem ist, die Dame ist so fett, man kann sie leider nicht zurückschleudern. Jetzt habe ich ein Beruhigungsmittel getrunken. Weil ich immer so viele Spiele spiele auf so vielen Systemen, ab und an drücke ich nämlich hier X, wegen der Xbox One. Da sind die Tasten ein wenig anders belegt. Okay, die Alte ist wirklich mies, also die ist schon mal ein Problem. Die kleinen Minions hier, kein Thema, hauen wir weg. Aber ich glaube, die Alte, weil man sie nicht umstoßen kann, die muss man
kontern. Die muss man wirklich kontern. Ich hau den hier auch noch weg. So. Also ich glaube, kontern ist da auf jeden Fall eine sehr angebrachte und gute Idee. Stecken aber alle ziemlich gut was weg. Auch die Kleinen hier. Unterschätzen würde ich sie nicht. Da setzt selbst mal der Ton aus. Wow, beruhig dich. So. War hier noch ein Wichtel? Nee. Gut. Einfach hier weghauen, immer schön auf den Deckel geben. Die Blitze tun gut, was? Ja, das tut weh. Ah, der hier hat meine Echos. Nice. Ja, gib mal her hier, Bu. So. Fette Mutti. Okay. Schlechtes Timing. Ui. Alles klar. Hier habe ich sie eben gerade zurückgeschleudert. Aber hier geht wieder durch. Obwohl. Wie konnte ich ihn eben gerade bitteschön nicht treffen? Intelligent, ha? Intelligent, die Alte. Nein! Yes! Ich meinte yes. Ich meinte nicht nein. Ich meinte yes. Ihr habt mich da völlig falsch verstanden. Ich meinte yes. So. Ey. Vorsicht! Was mache ich denn hier schon wieder? So. Ich finde ganz viel von dem schmutzigen Zeug. Ach, hier drüben ist auch noch einer. Hier hin. Aber die Alte halt. Die Alte. Alter. Ist das böse. Ich renn, ich renn, ich renn. Ich renn, ich renn, ich renn. Die kleinen Wichte da hinten, die sind zu hart mit der Alten in der Kombi. Komm mal her, du. Ich hab da ein dickes Ding für dich. Nope. Yo. Wie zur Hölle kann ich die fette Oma nicht treffen? Bleib liegen. So. Oma down. Ich kann dir unter den Rock schauen. Das will ich nicht, aber ich tue es irgendwie trotzdem. So, jetzt noch hier die kleinen Bastarde. Lass es stecken. Ui. Immer wieder die Dinger hier. Was soll ich damit? Der nächste Lift. Viel zu viel Lift. Moment, hier vorne war noch eine Leiche. Oder? Jep, hier drüben. Bleielixier. Sehr wichtig. Meine Damen und Herren, zweiter Stock. Damenunterwäsche. What the fuck? Was ist das da oben? Geier? Nein, das ist ein Hund! Das ist ein Vogelhund! Das ist ein fucking Vogel mit einem Hundekopf! So, Frankenstein ist also auch hier anwesend.
Darwinismus! Oh, mein größter Albtraum. Dogbirds. Noch ein... Du bist ja ein richtiger Hund. Hey, pass dich mal hier ein bisschen der Zeit an. Du bist extrem retro. Hör noch irgendwas. Wo? Wer? Okay, okay, okay. Bleib unten, bleib unten. Glaub mir, dich hat niemand lieb. Kannst mir da vertrauen. Du bist kein Geschenk für kleine Kinder. Oh, der ist ja noch am Leben. Und wieder so ein Ding hier. Die sind ja ganz schön in Mode. Sehr gut. Die Waffe hier funktioniert hervorragend. Okay. Okay, wo komme ich hier hin? Ein sehr kleiner Käfig. Kann man sehr schnell nach unten fallen. Warte mal, wir gehen noch hier hin. Irgendwas ist hier drüben los. Das ist ein Hund mit einem Krähenkopf. Frankenstein, ich sag's ja. Oh, yes, ein Brocken. Wieder mal ein Brocken gefunden. Kaltblut. Ah, Frankenstein ist am Leben. Dr. Frankenstein. Das Baby heult. Muss ich mir Sorgen machen? Das Kind. Auch eine ganz, ganz wichtige Figur. Was bist denn du? Sieht aus wie eine Marionette. Es fällt sogar auseinander. Ich hau dich erstmal weg. Und dann dich hier. Alter, krasse Brücke. Krasse Brücke. Hier bin ich über dem Spinnenraum. Gut zu wissen. Boss. Ah, Kos. Manche sagen Kosen. Hört ihr unsere Gebete? Nein, wir sollten den Traum nicht ablehnen. Niemand kann uns fangen. Niemand kann uns jetzt aufhalten. Cthulhu, ich sag's ja, das innere Auge. Wirt des Albtraums, das ist absolut Lovecraft. Ich glaube, wenn ich irgendwas von Lovecraft lese, habe ich die Story. Oh, der steht wieder auf. Was ist denn das für ein Freak? Und, bist jetzt tot. Okay, die geben keine Erfahrungspunkte. Bedeutet, er hier kann sie rufen. Alles klar, ignorieren wir sie. Da drüben ist mein Freund. So! Wo ist er hin? Bro. Jetzt ist er hier hin. Oh nein, der lockt mich irgendwo hin. Oh, die Dinger machen Schaden. Die Dinger machen... Alter! What? Okay, ich glaube, dem seine Dinger da
sind schlimmer als er selbst. Sag bloß, ich muss den ganzen Weg wieder gehen. Das wäre so mies. Nee. Echt jetzt? Gibt es hier noch irgendwo einen Lift? Kann man hier irgendwo noch... Warte mal, hier drüben ist auch noch irgend so ein Ding. Was bringt das hier eigentlich? Funktioniert nicht. Sag bloß dieses Ding hier. Ich hätte einmal nach unten fahren müssen, um diesen Lift zu aktivieren. Jetzt kann ich den kompletten Weg nochmal laufen. Oh Gott, ich renn durch. Leute, ich renn wirklich durch. Das gebe ich mir nicht. Das gebe ich mir nicht. Alles klar, ich muss den Lift wohl einmal aktivieren. Das war die Abkürzung. Scheiß auf die Kleinen, die haue ich jetzt noch weg. Aber sonst flitzen wir durch. Obwohl, ich muss ja den Hebel bedienen. Unangenehm. Very unangenehm. Very, very unangenehm. Na gut. Egal, die Alte ist tot. Ist irgendjemand hinter mir? Nee. Ja, 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 ich weiß, der Hebel. Der muss ja nochmal bedient werden. Ey! Manieren! Ja! So, der nächste ist hier drüben. Boah, ich muss sie wirklich töten. Kacke, Mann! Machen die einen Schaden? Bleib unten. Zu früh. Vorsicht, da hinten ist, glaube ich, der Abgrund. Lieber mal hier in die Richtung stellen. So. So muss das laufen gegen die Alten. So nicht anders. Alles klar. Und hier, zack. Sehr gut. Also, diesmal aktiviere ich direkt Senior Hebel. Ich glaube, der Boss ist gar nicht stark. Ich habe es nur dämlich gemacht. Diese Marionetten sind wohl das Gefährliche. Und der Rest ist alles irgendwie, ja, relativ locker. Ich glaube, der Boss an sich ist nicht so der Schadensdealer, sondern die Marionetten. Alles klar, jetzt bin ich wieder hier oben, wo die Hundevögel sind. Die wir alle lieben. Toll. Ja, war schön. Ey, 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 ey. Ey! Oh, holy shit! Alter, die Dinger sind scheiße übel. Ich gehe jetzt direkt hier hin. Ich laufe direkt einmal rein. Aber hier sind ja zwei Hebel. Egal, wir gehen jetzt mal nach unten und schauen mal, wo das hinführt. Habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass wir hier landen. So. Ja, hier ist ja noch ein Hebel. Der muss ja irgendwas bringen. Ich hänge hier volle Kanne drin. Alles klar, dann komme ich hier zu der Laterne hin. Okay. Das ist gut. Jetzt verstehe ich das System. Wäre ich einmal hier rein, hätten wir uns den Weg sparen können. Ich habe gedacht, ich würde den so oder so aktivieren, wenn ich irgendwie einmal am Hebel leck. Ist dann eben nicht so. Oh, komm! Bleib
Bleib weg! Ich muss ein Baby töten! Ignorieren, ignorieren. So. Also, der Kunde. Ich bin hier oben krepiert. Jetzt gehe ich erstmal hier drüben hin. Nebel im Nebel, oder was? Okay, hier ist kein Durchgang. Und wo geht's hier hin? Ah, hier bist du. Alles klar, ich muss dem hier folgen und der führt mich dann hin. Das Ganze ist ein Labyrinth. Sehe ich jetzt schon. Das Ganze hier ist ein Labyrinth. So, deine Diener sind also das Böse. Du an sich bist ein ganz schönes Würstchen. Wie es mir scheint. Aber die hier sind keine Würstchen. Absolut nicht wurstig. Kann der angreifen? Ist mir egal, ich hau dich jetzt hier mal zu Brei. Die Marionetten sind so langsam. Ich bin da wirklich in eine sehr ungünstige Situation reingelaufen. Na, der kommt wieder. Das war nur die erste Hälfte. Oh, majestätisch. Ja, ja, sogar. Aber Herr, nicht so schnell. Der Albtraum wabert und wirbelt. Ah, was mache ich denn, ich Idiot? Oh, geil. Tränke ohne Ende. Und Bogenschützen. Okay, Geduld. Nur eine Frage bleibt offen. Wer hat uns geschickt? Warum ein Jäger? Ich meine, dass wir träumen, wissen wir. Das ist so ein bisschen Inception-mäßig. Der Traum in einem Traum. So, Bro, wo willst du hin? Du willst hier runterspringen? Ich spring dir hinterher. Ich bleib dran. Ich bleib sowas von dran. Shit. Mumpe! Gut, einmal treffen und seine Saubande ist erledigt. Dann gehen wir hier rum. War ja klar, dass ich hier noch einmal durch den nebligen Irrgarten der Lüste muss. Wo ist er denn? Ah, hier drüben. Ich hab's gewusst, das innere Auge. Das innere fucking Auge. Es war mir so klar. Das ist absolut Lovecraft. Autsch. Oh, wow, wow, du kannst kämpfen? Informier mich. Sowas muss man absprechen. Du kannst nicht einfach irgendwelche Scheiße machen, ohne mich zu fragen, Bro. Das geht nicht. So. Alles klar, aber du bist ziemlich schwach. Wie peinlich, dass ich gegen den hier einmal gestorben bin. Wie peinlich. Das ist so ein Würstchen. Guten Morgen. Und der Käfig, natürlich.
So, wir haben den Käfig bekommen. Die Frage ist, was bringt der Käfig? Der ist wahrscheinlich irgendwo hier drüben bei den Objekten mit dabei, oder? Der Käfig? Nee. Können wir den Käfig selber anziehen? Das wäre natürlich schick. Oh, können wir. Nice. Aber seine Werte sind leider nicht so prickelnd. Trotzdem, wir legen ihn mal an. Ja, das hier ist ein bisschen besser, würde ich sagen. Obwohl, so teils, teils. Ich nehme ihn mal. Nice. Damit meine Träume eben nicht flüchten können. Aber den Käfig kenne ich irgendwo her. Das ist auch nicht neu erfunden. Das Ganze ist wirklich sehr stark von unserem guten Lovecraft inspiriert. Ich meine, frühestens als ich diese insektenartigen Kreaturen gesehen habe, mit diesen ganzen Eisentürschlüsseln, mit diesen ganzen Tentakeln und was weiß ich, was da alles dran klebt, dachte ich, alles klar, Lovecraft. War ja ein sehr interessanter Mann übrigens, Lovecraft. Hat sich ausschließlich von Süßigkeiten ernährt, ist deswegen auch, glaube ich, an Darmkrebs, auf jeden Fall an Krebs, relativ früh gestorben. Ich glaube, es war Darmkrebs. Wahrscheinlich wegen der sehr einseitigen und ungesunden Ernährung. Ab und zu mal eine Karotte knappern ist dann eben doch wichtig. Großer Gott! Kann man sich aber auch verlaufen hier drin. So, warte mal. Hier geht's wieder dahin, wo ich runterspringen kann, richtig? Oder auch nicht? Nee, ich war richtig. Gut. Da drüben sehe ich eine Laterne in der Ferne. So. Hier schon wieder 92.535 Echos. Shut up! Ihr Dinger seid so kacke behindert, scheiße. Widert mich an. Brocken, nice. Kann ich hier direkt ein bisschen leveln. Kann jemand mal dem Baby das verdammte Maul stopfen? Dankeschön. Gut, ein Lift. Und wo führt der hin? Aha, das ist eine Kette von Aufzügen. Alles klar. Wie es scheint, kann der hier sogar ganz nach unten führen. Oder auch nicht. Nun gut, ich beende genau hier die Folge. Wir haben zwei Laternen. Eigentlich ist der Lift ein bisschen unnötig, finde ich. Oder? Ich meine, da oben ist eine Laterne. Wieso dann also nicht gleich zu der anderen gehen? Naja, wohl, hier umgehe ich drei Gegner. Ob sich das lohnt? Man weiß es nicht. Aber ich kann euch sagen, schaut euch oder hört euch oder liest irgendwas von Lovecraft durch. Ist ein sehr cooler Mann. Ein Visionär. Hier ist auch noch ein Lift. Oh Gott, so viele Aufzüge. Also ganz cooler Typ. Tolle Bücher. Tolle Kurzgeschichten. Tolle Ideen. Der Erfinder von Horror in sehr vielen Perspektiven. Ach, ihr seid gar keine Weiber. Ihr seid Katana-Mönch-Zombies. Gut. Wieder was gelernt. Bleib mal hier drüben in deiner Ecke. So, die geben ganz gut Blutechos. Ja, also, was anhören, durchlesen, anschauen. Es gibt ja auch einige Filme, die ganz nett sind. What the fuck? What the? Ernsthaft jetzt? Alles klar, der muss noch in dieser Folge sterben. Der Feuergeist! Ist ja wieder Schatten. Von Janem. Moment, was haben wir hier? Ein geheimer Weg. Nothing. Wirklich? So ein kleines Eck hier und nichts. Nicht mal eine Leiche zum Looten. Oh, ein Schwein.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und danke für eure Bewertung. Nicht vergessen, würde mich freuen. Und tschüss.